Einmal um die Welt laufen. Mit dem Ziel ist der Beje Egger 2007 zu Aarwangen losgelaufen. Im kalten November, mitten in der Nacht, ist es losgegangen. Nur eine Seitentasche mit einer Bibel, einem Notizblock und einer Fotokamera ist sein Gepäck. Er hat nur die Kleider dabei, die er gerade anhat. Ein Hemd, ein Gilet, ein Pulli, Hose und ein Überwurf aus Militärstoff. Übernachtet hat er draussen, eingekühlt in seinem Mantel. So läuft er 511 Tage, 18'000 Kilometer um die Welt. Von der Schweiz Richtung Osten, durch Russland, Mongolei bis Peking, quer durch die USA heimzu. Und ich bin jetzt zu Fuß unterwegs zum Beje Egger und wir treffen uns an einem Ort, wo er noch mal übernachtet hat nach seiner langen Reise, die er gemacht hat. Noch mal übernachtet, bevor es endgültig heimzu ist. Unter einer Brücke bei der Autobahnausfahrt Lies Süd. Herzlich willkommen, Beje Egger. Normalerweise muss ich sagen, wenn ich höre von einem, dass er unter einer Brücke übernachtet hat, dann muss ich sagen, oh, jetzt ist aber nicht mehr so gut. Was hast du für Erinnerungen an diese Nacht hier? Ja, diese Nacht hier bin ich von Murten hergekommen. Und als ich unter dieser Brücke war, kam eine riesige Gewitterwolke. Kurz darauf hat es geregnet und ich habe mir gesagt, hier werde ich übernachten. Und ja, es ist halt ist viel damit verbunden, an Gefühlen und Emotionen, wenn man so eine Nacht lang unter der Brücke ist. Was kommt bei dir spontan auf, jetzt an Gefühl von dieser Situation? Ich habe mich dann sehr darauf gefreut, schon bald wieder daheim zu sein. Das ist ja im Vordergrund gestanden. Ja. Und alles andere, jetzt so eben da, du bist irgendwo in so einer kalten Umgebung mit viel Lärm, das kannst du alles wegschalten in so einer Situation. Also der Lärm war absolut kein Problem für mich, weil ich mich auf diesen ganzen Kilometer schon an die Strasse und die Lastwagen und ihren Lärm gewarnt habe. Härte war auch nicht so das Problem. Also ich auf dieser ganzen Reise auf manchem asphaltierten oder betonierten Boden geschlafen. Nein, das konnte ich wirklich ausblenden. Wo war eigentlich der extremste Ort gewesen, oder welche Position, wo du eingeschlafen bist? Jedes Land hat so seine eigenen Arten gehabt. Also ich denke jetzt gerade an die Mongolei, wo ich im Wüstensang draussen geschlafen habe. Oder in den kleinen Bahnhöfchen von etwa, was sind das, 6 Sitzen, wo ich echt im Hocken in der Wärme konnte schlafen. Sag mal, wie kommt man auf so eine Idee, das zu machen, was du gemacht hast? Ja, es war so, dass ich irgendwann ein ziemlich eindrückliches Erlebnis hatte mit Gott. In diesem Erlebnis habe ich mit ihm gehadert und gesagt, Gott, warum hast du mich geschaffen? Warum habe ich keine Gaben? Warum kann ich nichts? Was soll ich überhaupt? Und dort hat er mir ziemlich eindrücklich gezeigt, dass ich geradeaus laufen soll und davon erzählen. Also wie hat er dir das gezeigt? Er hat mir ganz tief ins Herz hineingesprochen. Du hast gewusst, und das muss Gott sein? Es war wie eine Diskussion. Mhm. Also wir haben, ich habe ihm etwas vorgeworfen, ich habe gehadert mit ihm und er hat mir einen Gedanken zurückgeworfen ins Herz hinein. Und ich nehme es aus der Hand von Gott, dass das er zu mir geredet hat, weil ich nachher, als er das hat gesagt hat, einen unendlichen Frieden hatte. Ich habe auf einmal gewusst, wozu ich bestimmt bin, warum ich lebe, warum ich auf dieser Erde bin. Also dann hättest du es gar nicht mehr machen, wenn es schon dort klar war. Nein, ich habe gewusst, dass ich die Aufgabe das habe, ist der Weg zu laufen. Genau. Und es hat mich mit unendlich grosser Freude erfüllt. Ich habe mich fast ein bisschen unsterblich gefühlt, denn, weil ich gewusst habe, mir kann ja gar nichts passieren, bevor ich nicht ringsherum gelaufen bin. Und
Ja, es ist echt ein gewaltiges Erlebnis gewesen. Es steht schon eine klare Vorstellung, wohin geht die Reise? Ich habe auf der Karte mal geschaut, was heisst das denn, nach Geradeauslauf. Ja. Und ich habe schnell gemerkt, dass das bedeutet, um die ganze Erde zu kommen. Mhm. Und ich weiss, ich habe die Karte, die Weltkarte, bei mir im Zimmer aufgehängt und habe 3 Jahre lang immer wieder auf die Karte geschaut und gewusst, eines Tages wird ich um die Welt herumlaufen. Und gegen Ende dieser 3 Jahre habe ich mir ein konkretes Datum gesetzt, den 20. November 2007, wo mir so wie eine Deadline hat gegeben hat, an diesem Tag wirst du ablaufen, sodass es konkret geworden ist. Und was hast du jetzt konkret beim Start dabei gehabt? Also Beim Start hatte ich selber gemachte Kleider dabei. Die Freundin, also die heutige Frau, hat mir die Hose genäht, hat mir Kleider gemacht dazu. Ich habe gesagt, wie ich es ein bisschen möchte haben. Und dort hatte jedes Kleidungsstück so seine eigene Funktion. Also die Hose in die Funktion, dass ich sie, wenn ich über die Nacht die Schuhe abgezogen habe, konnte ich sie so über die Füße klappen und zusammenschnüren, dass die Wärme drinnen bleibt. Dann hatte ich eine Weste, die Aufgabe hatte, dass ich ganz viele Sachen in die Weste verstauen konnte, sodass alles möglichst nahe im Körper bleibt. Du bist einfach in der Richtung mal losgelaufen, ohne Karte. Wie hast du dich orientiert? Ich habe gesagt, oder ich bin ohne Karte gelaufen, weil ich die Reise, die ich so planen wollte, endlich bin dazu gekommen, ich kann sie gar nicht planen. Es gibt zu viele Sachen, die ich mir Strich durch die Rechnung machen kann. Und dann habe ich mir echt gesagt, so im Bauch drin, ich will nördlich laufen bis Berlin, dann schräg hoch, Warschau, Minsk, Moskau, das findet man auch noch. Und dann ist es ein bisschen ungewiss geworden. Und dann habe ich gedacht, weil ich dort der transsibirischen Eisenbahn entlanglaufe, dass ich einen Anhaltspunkt habe. Entlanglaufen bis Peking. Oh, aber jetzt, das Zeug ist ja zum Teil angeschrieben und zum Teil ist es angeschrieben so, dass ich es nicht mehr könnte entziffern, oder? Also zum Beispiel in China wäre dann fertig bei mir, definitiv. Er ist auch bei mir fertig gewesen. Ja, also ich habe keine Ahnung mehr, wo ich herlaufe. Da bin ich aus dem Bauchgefühl Richtung Süden gelaufen, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann das Peking finde. Und ich wusste, wenn ich dann beim Meer ankomme, weißt, ist ja ziemlich deutlich, jetzt ist Wasser, jetzt ist fertig, jetzt ist Meer. Dann ich wusste, dass ich dort zu weit gelaufen bin. Dann muss ich echt ein bisschen retour und dann wird dort das Peking sein. So habe ich mir das vorgestellt. Hast du es dann schlussendlich den Weg dorthin gefunden? Wie hast du es denn gefunden? Ich habe mir irgendeinmal von ihm aufzeichnen, was Peking heisst. Weißt du, das Zeichen? Mhm. Und dann habe ich das auf der Autobahn, den Schilder, immer wieder gesehen. Dann bin ich echt dem Zeichen nachgelaufen, das Peking heisst. Und irgendwann war ich in einer Stadt, die ziemlich gross war, und ich habe es angenommen. Und als ich im Zentrum war, weisst du, bei einer verbotenen Stadt und so, habe ich gewusst, mal, das ist Peking. Auf so einer langen Reise stelle ich mir vor, dass die Hygiene ein grosses Thema ist. Wie hast du es denn du damit gehabt? Ja, genau. Habe hauptsächlich an den Flüsse meiner Kleider gewaschen. Oder? In Europa ist es ja noch gegangen, da hast du noch schnell eine Waschmaschine gefunden, wo die Kleider drin hast du waschen. Aber in Russland hat es eine Waschmaschine gar nicht mehr gegeben. Hier musste ich in den Flüssen meine Kleider waschen. Und ich weiss noch, das war nicht immer sehr einfach, weil je weiter dass ich gegen Osten gegangen, desto kälter ist das Wort und aufs Mal sind die Flüsse zugefroren gsi. Ist also sehr schwierig gsi. In der grösseren Städten bin ich im McDonald's am Brünneli meiner Kleider gewaschen, weisch? Habe sie am Handföhn versucht zu trocknen und wenn sie nicht trocken wurden, habe ich den Mantel ausbreitet und habe sie hinten dran aufgehängt. An weisch, eine Stuhllehne, so aufgehängt, um zu trocknen. Es gab aber auch nicht immer gegeben, weißt, die Möglichkeit. Und dann war ich wie angewiesen auf die Hilfe der Leute. Ich weiss noch, ich bin einmal mit einem kaputten Socken vor einem Restaurant so auf den Stegen gehockt. Und da kam jemand, hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, ich soll zu ihm heimkommen, zu ihnen heimkommen. Sie sehen, dass sie Hilfe brauchen. Und dann bin ich dort sehr gerne natürlich mitgegangen und konnte im Warmen übernachten
Und auch am nächsten Tag ist es so gewesen, dass wir in die Wohnung von denen ihren Eltern sind gegangen. Gehen den Körper waschen, weisst, können duschen und auch Kleider in ihrer Waschmaschine waschen. Und das zeigt doch, dass das gar nicht normal ist in Russland, dass eine Wohnung ein Badezimmer hat. Mhm. Das ist mega krass. Bist du eigentlich attackiert worden, überfallen worden? Ich hatte ein solches Erlebnis, vielleicht auch gerade, weil ich musste lernen, weisst, eben als gebrochen, als ängstlicher Mensch. Habe ich auf dieser Reise auch, wir müssen lernen, mit der Angst umzugehen. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich mich immer vor Angst abdrehe oder vorspringe, dann bekommt die Angst einen grösseren Raum. Dann wird sie immer grösser. Und wenn ich die Angst anschaue und auf sie zugehe, dann wird der Raum immer kleiner, wo die Angst einnehmen kann. Und, aber so richtige lebensbedrohliche Situationen bist du... kann dir gerade erzählen, aber es ist noch wichtig, damit du das verstehst. Eben, dass auf die Angst zugeht, dann wird sie kleiner und am Schluss ist sie gar nicht mehr da. Jetzt habe ich so ein Erlebnis gemacht in Orscha. Das ist am Ende von Weißrussland, also 30 Kilometer vor der Grenze zu Russland. Dort bin ich am Abend, wie ich es immer gemacht habe, zur Stadt ausgelaufen, um einen sicheren Platz zu finden, außerhalb der Stadt, zum Übernachten. Weißt? Und dann bin ich dort bei einer Gruppe von etwa 15 jungen Männern dran vorbeigelaufen. Die haben mich angepöbelt. Und ich dachte, ja, ich will einfach achtlos dran vorbeilaufen. Weißt? Lass dich nicht provozieren, in dem Sinn. Und dann sind wir drei von dieser Gruppe hinten nachgesprungen und die wollten nur diskutieren, so harmlos hat es ausgesehen. Aber aufs Mal spüre ich Pfust im Gesicht, es hat mich umgehauen, der zweite hat das Messer gezogen und hat angefangen rumfuchteln. Und da habe ich reagiert, indem ich in den Hosensack gelenkt habe, den Kugelschreiber rausgezogen habe, ich habe abgedrückt und dann mit dem Messer gerade in die Hand hineingestochen. Und dann sind alle irgendwie so verklüpft. Und der Dritte ist so verrückt worden, dass ich jetzt einem von seinen Leuten in die Hand hineingestochen habe, dass der einen Gartenhag ist, eine Latte abreißen und mit der hat er drei oder vier Mal richtig auf mich eingeschlagen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du auch wehren. Ich habe das Messer zum Sack ausgenommen, aufgeklappt und statt den Schritten retour, weißt, Platz das machen, genau Angst das, was du haben, weißt, bin ich gerade zu weh führen. Ja. Und dann waren die so perplex, die sind nicht mehr rausgekommen. Jetzt greift es einen Ausländer an, weißt, in einem anderen Land. Gell? Und die Verwirrung konnte ich nutzen, um meine Sachen zu packen und mitten auf der Strasse zur Stadt auszuspringen. Und die Autos sind rechts und links an mir vorbeigefahren. Weißt, ich bin echt wirklich mitten auf der Strasse zur Stadt ausgesprungen. Und am Anfang haben sie mich noch verfolgt, weil ich zwischen den Häusern durch konnte und abtauchen in den Wald hinein. Und erst am Morgen habe ich mir du in diesen ganzen Gefühlen, in diesem aufgebracht sein, in einem Zorn, habe ich mir dort einen Stock geschnitzt, einen Wanderstock. Und der war viel mehr als zum Wandern gedacht. Also einen richtigen Spitz dran geschnitzt. Du weißt, es war nicht nur ein kleiner Stock, es war ein richtiger Prügel. Und ich war dort innerlich so weit, dass ich der nächste Angreifer recht brutal erstochen hat. Und etwa 50 Kilometer weiter in Russland war ich in einer Tankstelle. Und dort habe ich mich mit einem alten Mann in eine Diskussion verwickelt. Und dieser alte Mann hat mir auf dem Natel einen Filmclip gezeigt, wo ich gesehen habe, wie russische Soldaten von tschetschenischen Freiheitskämpfern, weißt, auf brutalste Art und Weise geköpft wurden. Ich habe gesehen, wie das Blut spritzt, wie... Ja, es war brutal. Und die Bilder haben sich so tief in mir eingebrannt, dass ich drei Tage und drei Nächte an nichts mehr Angst konnte denken, außer das. Ich habe nicht gewusst, was passiert jetzt mir noch in diesem Russland. Wird ich auch den Kopf verlieren? Und bin dann später auf mittlerem Weg ich in riesen Tränen ausgebrochen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich bin von der Strasse abgekommen, auf die Wiese, bin abgeknäult und habe mich vor Gott nur noch ausgerannt, weil ich gemerkt habe, dass ich selber gar nicht besser bin. Dass ich ja auch den nächsten Stochen habe mit meinem Speer. Und ich habe dort
fleht um ein neues Herz. Ein Herz, das nicht Böses mit Bösem muss vergelten muss. Ein Herz, das vergeben kann und nicht muss anrechnen muss. Und ja, hat das auch dürfen erleben. Ab wann, würdest du sagen, sind so die Fragen, die du am Anfang aufgezählt hast, haben angefangen, eine gewisse Antwort zu finden? Also, die Antworten finden ist auch ein langer Weg. Einmal bei mir gewesen, weißt? Es hat dann angefangen in Ende Polen, also ziemlich am Anfang der Reise, wo mir Gott wie klar gesagt hat, ich soll mein Leben aufarbeiten, meine Vergangenheit, weißt, seelische Verletzungen, meine Kindheit, meine Sünden und Lasten, die ich mit mir umgetragen habe, weißt, die mir ein schweres, gebrochenes Herz gegeben hat. Und dort hat es eigentlich wieder Anfang genommen, als ich in Amerika war. Ich weiss noch, das war etwa 200 Kilometer von Chicago. Ist dort die innere Reise endlich zu Ende? Weisst du, meine Fragen auch beantwortet. Aber was hast du gemerkt? Jetzt ist die Reise zu Ende. Es war dort eine Brücke über den Mississippi, wo ich drüber gelaufen bin, in Iowa, Dubuque. Und dort habe ich zu dieser Brücke ausgeschaut. Und es war so eine Maschendrahtzaun an dieser Brücke, dass niemand über rauskommen kann. Und genau dort, in diesem Moment, ist mir wie ein 20 runtergefallen. Weißt du, hat es die innere Ruhe gegeben. Ich wusste, jetzt könnte ich fliegen, steigen und heimfliegen. Jetzt ist es fertig. Jetzt ist es passiert. Man braucht wie gar nichts zum Leben. Weißt du, Kleider. Ich wäre am liebsten für den Blott gelaufen, ja, weil ich so eine unendliche Freiheit verspürt habe. Weißt? Aber ich habe gemerkt oder gewusst, ich darf mich nicht für den Blott abziehen. Weißt? Sonst kommst du nicht 100 Kilometer. Dort hast du das Problem in Amerika, ja, sowieso. Ja, ja. Jetzt schaffe ich uns. Was hast du am meisten vermisst in dieser Zeit? Oder jemand vielleicht? Am Anfang, eben auch bis Peking, wie gar nichts. Da hatte ich mit mir selber genug Probleme gehabt. Und in Amerika habe ich mich sehr wieder an die Beziehung mit der Anina gesehen. Vorher ist die Beziehung mehr von ihr ausgekommen. Und ich weiss von denen an, wo nachher die innere Reise wirklich zu Ende war, eben Dubuque, 200 Kilometer von Chicago, da wollte ich nur noch nach Hause. Besch, ich danke dir vielmals. Bis dahin. Wir gehen jetzt an den Ort her, wo das Ganze angefangen hat, wo das Ganze auch zu Ende gegangen ist. Und wir lernen da deine Frau kennen. Okay. Danke dir. Wir sind jetzt hier beim Stadtholz. Das ist auf dem Gemeindegebiet von Aarwangen, gerade neben Langenthal. Da hat die Geschichte seinen Anfang genommen vom Pesche. 2007. In diese Richtung ist es losgegangen. Und dann 2009, von dieser Richtung, ist er zurückgekommen. Anina, seine Frau, ist jetzt auch bei uns. Herzlich willkommen. Danke, ja. Seit zwei Jahren sind wir verheiratet, Ende Jahr kommt das Baby. Zwei Jahre hatten die Beziehung auf Distanz. Beschreib mal die Zeit, wie es für dich war. Ja, nicht immer so einfach, würde ich mal sagen. Es war halt eine Kommunikation über das Internet, via Mail, via Skype. Und also da hat es auch manchmal Potenzial für Konflikte, je nachdem. Und da war es vor allem schwieriger, du hast irgendetwas ansprechen oder bereden, hast eine E-Mail geschrieben und dann hörst du einfach drei Tage nichts, oder, vom anderen. Und wenn der das liest, ist dann vielleicht bei dir die Sache schon wieder bald abgeschlossen gewesen, einfach so. Oder schon sehr, ich habe gemerkt, es war sehr viel abhängig gewesen, was du selber für eine Stimmung hast. Vielleicht hast du einen schlechten Tag gehabt, dann hockst du her, dann kommst du noch ein E-Mail über, das dich auch noch aufregt. Und dann, so in diesen Momenten wäre es wirklich sicher oft einfacher gewesen, wenn die Person da wäre. Du könntest miteinander reden, du könntest mal zuerst sagen, das und das war beim Arbeiten, das stinkt mir. Oder ich weiss auch nicht, auf die Distanz, ja, es ist einfach einerseits persönlich und gleich nicht. Einfach so durch
durchs Lesen und Schreiben. Du hast gerade so reagiert, als deine Frau das gesagt hat. Ja, einfach wegen diesen ein Mail bekommt, das einem vielleicht ein bisschen verrückt macht. Im Moment. Ja, hast du jetzt gerade etwas Bestimmtes studiert, was ich geschrieben habe. Und, vermutlich bin ich, als ich auf dieser Reise war, einfach sehr in einer anderen Welt drin. Ja. Und aus dieser Welt aus habe ich geschrieben. Und das ist daheim auch einfach nicht angekommen oder nicht verstanden worden. Also du hättest vielleicht noch einen gewissen Klärungsbedarf dort gehabt. Genau. Apropos Klärungsbedarf, nach etwa 8 Monaten bist du zwischen ihnen zurückgekommen. Das war eigentlich nicht vorgesehen gewesen. Was war dort der Grund? Ich bin heimgekommen aus zwei Gründen. Der eine Grund war, dass der beste Kollege wollte heiraten und wollte die Hochzeit nicht verpassen. Und der zweite Grund war, eben gerade die Differenzen, die wir zusammen hatten, mussten wir mal klären. Auseinander echt zusammen reden, bis das wieder geklärt war. Dort bist du ganz in Russland gewesen, zu dieser Zeit? Ich war mitten in Russland, in Omsk. Von dort aus bin ich heimgeflogen. Und bin nachher wollte ich wieder zurückfliegen. Es war der 8.8.08. Der Kollege hat mich an den Flughafen gefahren. Und dort hat mein Flugzeug nicht mitgenommen. Und ich war so enttäuscht und habe mich gefragt, was ist der Grund, warum ich das Flugzeug nicht mitnimmt? Angeblich war mein Ticket, mein Sitzplatz doppelt verbucht. Aber ich habe mir gesagt, das muss doch einen besseren Grund geben, warum ich das Flugzeug nicht mitnimmt. Und als ich eben gemerkt habe, dass das ganz ein spezieller Tag ist, nämlich der 8.8.08, habe ich gewusst, was geschlagen hat. Ich bin mich nämlich nachher gerade heim verloben. Weißt du noch die Formulierungen? Oder weißt du? Also ich weiss noch vor allem das Ganze drumherum. Ja. Ich habe es ausgeführt auf einen Turmuchen. Dort ein paar Kerzen aufgestellt und habe ihr ein Kärtchen überreicht. Und das Kärtchen hatte einen Zusammenhang mit unserer früheren Geschichte. Weißt du, so wie bei Braveheart hat doch das Mädchen William Wallace ein blaues Blümchen überreicht. Und das ist bei uns eben auch passiert. Und ich habe ihr das blaue Blümchen in diesem Kärtchen zurückgegeben. Und sie haben dann so gefragt, ob sie meine Frau werden wollen. Und ich habe ja auch gesagt, gell? Ja. Mit dem Wissen, dass er wieder geht, ja. Hat er sich verändert in diesen 2 Jahren? Ja, ich würde sagen. Als ich ihn lernen kenne, oder schon die Zeit einfach vorher, er ist... Du hast immer fröhliche Momente gehabt, aber es hat auch Momente gehabt, wo er sich weit zurückgezogen hat, wo ich auch nicht mehr irgendwie an ihn hergekommen bin. Ich konnte ihn fragen, was ist, und er konnte es nicht recht sagen. Einfach manchmal fast ein bisschen... Gut, manchmal hat man das, aber manchmal ein bisschen depressiv. Oder einfach gemerkt, irgendetwas ist da. Und du hast das selber auch gesagt, lass das in Sachen um, ich kann das dir nicht sagen. Aber ich weiss, ich muss das aufschaffen. Und wo du bist zurückgekommen, wirklich dann habe ich es ganz extrem gemerkt, als ich dich in Paris besuchte. Bist du dort aufgetaucht unter dieser Menge und ich habe ihm in die Augen geschaut und einfach gesehen, hey, das war so ein Frieden in diesen Augen, eine Ruhe, so eine Gelassenheit einfach. Und dann wusste ich, ja, das hat sich gelohnt. Er hat das gefunden, was er wirklich gesucht hat. Der tiefe innere Frieden. Auch mit sich selber. Ja, das habe ich dort gesehen. Und das jetzt habe ich mir vorher versucht vorzustellen, wie das könnte sein könnte, wenn jemand so lange weg ist, so lange in Bewegung war, so lange verschiedene Kulturen, verschiedene Länder, jeden Tag erlebst du etwas anderes und jetzt bist du plötzlich wieder da. Was da mit dir passiert ist, wie lange hast du gebraucht, um anzukommen? Ja, ich war wie ein wild gewordener Hund und musste mich wieder zivilisieren. Und da wie hat sich das gezeigt im Alltag zum Beispiel? Schlafen, ja, essen? Ja, sehr viel, genau. Jetzt hast du plötzlich wieder eine Dusche zur Verfügung. Gut, das gehört zu den angenehmeren Sachen. Ich habe Mühe gehabt, mich wieder an diesen Rhythmus zu gewöhnen. Effektiv, weißt, ich bin mir gewohnt, etwa 2 Stunden Rhythmus zu haben. 2 Stunden laufen, 2 Stunden schlafen, 2 Stunden laufen. Und gegessen habe ich, wenn es zu essen gegeben hat. Und irgendwie das 3-mal Essen am Tag auf 1-8 Stunden schlafen oder 6 Stunden und den Rest wach sein, arbeiten, das
habe ich nicht mehr können. Das habe ich mir wieder müssen gewarnen. Weißt du auch, dass nicht einem Nachbarn an seinen Zaun brünzelst, sondern die Toilette wieder brauchst? Oder dass du in einem Bett drin liegst? Mhm. Das sind alles so Sachen, da habe ich mir wieder müssen dran gewarnen. Ich weiss noch. Hast du am Boden geschlafen zum Beispiel? Am Anfang habe ich wieder am Boden geschlafen, weil ich Rücken weh hatte auf der weichen Matratze. Also ich habe 3 Wochen gebraucht, bis ich mich wieder an mein eigenes Bett gewarnt habe. Beste, du hast erzählt, wo du so im Dialog, ich tue es jetzt mit meinen Worten zusammenfassen, im Dialog mit Gott gewesen bist am Anfang, da sind 2 Sachen für dich gekommen. Das eine ist Lauf und das andere ist Red. Über das Laufen haben wir geredet und das Reden machst du jetzt auch. Du gibst Vorträge, du gehst unter die Leute. Was willst du mit diesen Vorträgen? Ja, ich erzähle in erster Linie ganz ehrlich, wie die Reise war für mich. Aus meiner Perspektive. Was ich erlebt habe auf dieser Reise. Und wünsche mir eigentlich durch das, anderen Menschen Einblick geben von dieser Reise, was ich gemacht habe, aber auch solche, die sich vielleicht selber sehen, wie ich einer war, weißt, als ein gebrochener Mensch, als ein sag jetzt mal kaputten, dürfen aufzuschnaufen und weisst, ich möchte eigentlich nur Mut machen. Gebrochene Seelen, dass sie sich selber auch mit sich auseinandersetzen, dass sie den Frieden mit dem Allmächtigen suchen, dürfen finden und am Schluss dürfen halten und auch zu einer freien Person werden, weisst. Ein Mensch, der gebrochen ist, muss nicht das Gleiche machen wie ich. Da gibt es für jeden Menschen einen anderen Weg. Aber wenn eine Seele aufrichtig Gott sucht, wird sich Gott nie abwenden und wird sich dieser Person selber zeigen. Anina Pesce, danke vielmals. Wir wünschen euch alles Gute, auch für das Baby, das dann kommt. Danke. Ja. Merci für das Gespräch. Danke. Ja, nächste Woche begrüßt sie Janet Macke an dieser Stelle wieder. Kein einfaches Thema, aber ein Thema, das immer mehr in die Aktualität kommt. Verfolgte Christen. Vielleicht haben sie schon das Gefühl gehabt, ich habe jetzt etwas angefangen, aber haben eigentlich nie richtig etwas erreicht. Oder gewisse Sachen, gewisse Projekte, die ich mir vorgenommen habe, sind nicht ganz gelungen. Dann lade ich Sie 2 Wochen zu der Sendung «Scheitern verboten». Da geht es genau um solche Gefühle, die man dabei haben könnte. Mehr zu dem Thema, das wir heute besprochen haben, hören Sie am Montagabend auf Radio Live Channel. Und wir, wenn wir schon von Bewegung reden und von Reisen, dürfen wir Ihnen auch etwas anbieten. 2x2 Tageskarten von der SBB, erste Klasse. Und zwar das Einzige, was Sie machen müssen, ist uns schreiben bis zum nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse. Danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.